neuen Folge Minecraft Underground. Und heute helfen wir Oliver bei seiner Base. Und da würde ich direkt mal sagen, Timelapse. Deine Redstone-Sachen, ne? Ey, es ist... Oh, wie geil. Kann ich mir die Technik anschauen? Ich interessiere mich... Oh mein Gott. Du hast ja aber wirklich die Technik genutzt. Also so würde ich... So, genau so hätte ich es einfach auch gemacht, ne? Genau 1:1 so. Hey, ist geil. Geil. Übrigens, jetzt zeige ich mal Oliver's Base. Die sieht nämlich ultra geil aus, meiner Meinung nach. Also, da hast du mich jetzt inspiriert, irgendwie halt wirklich so Welten, so Stadtwelten zu machen. Irgendwie auch so in diesem Stil. Es gefällt mir sehr. Also, ja, erinnert euch vielleicht, was es vorher für ein Ort war. Und es wird, schaut mal, überlegt mal. Vorher, nachher, also müsst ihr euch anschauen. Alter, das sieht so geil einfach aus. Also, großes Shoutout an Oliver. Oliver, du hättest eigentlich auch daraus ein richtig geiles Video machen können, ne? Nicht gerade. Vielleicht habe ich noch den Shader zum Complementary Shader gewechselt. Ja, also ich finde, Schneiden macht mir irgendwie in letzter Zeit voll Spaß. Keine Ahnung. Oh, okay, egal. Naja. Oh Gott. So. Wo ist der Schleifstein? Ey, mitten in meiner Base drin, so. In der Starterbase. Ja, hier. Genau, hier unten schon. Hä? Ja, hier. Hä? Was? Hier ist er. Klar, mach doch. Oha, der Baum ist gewachsen. Dann geht es ans Baum finden. Alter, was ist hier los? Also, was ist hier los? Der Baum ist so schnell wieder gewachsen. Darf ich ihn schon wieder abbauen? Leute, ich habe die anderen jetzt mal gemutet, weil... Wir haben ja ein kleines Projekt jetzt halt am Laufen. Und dafür müssen wir jetzt hier mal alle Gläser mit Dirt zubauen, damit niemand reinschauen in meine Base kann. Ich habe hier jetzt halt Schilder gemacht. Ich habe geschrieben, Eintritt verboten. Ich finde alles heraus, sonst hätte ich meine Hunde auf dich. LG, Stormin, HD. Und wegen Bauarbeiten geschlossen. Aber Leute, nur noch eine Sache. Wir bauen jetzt hier noch wunderbar einen Schrank, ne, zwei oder zwei. Ein Schrank hier und ein Schrank hier. Also so richtig coole Schränke. Hier hin, auch würde ich sagen, Timelapse. Bevor die jetzt erst in Fragen kommen, nein, ich habe die Timelapse nicht gemacht. Das liegt einfach daran, weil es zu lange gedauert hat. Aber ich habe jetzt diese zwei Schränke hier gebaut. Man kann hier zugreifen und Items jetzt lagern. So. Und natürlich die Sachen mal hier wieder rein. Und ich möchte euch mal was zeigen. Ich habe das schon etwas länger auf dem Server hier. Aber wir können uns ein Bundle craften. Jetzt brauche ich nur ein bisschen Crafting Table. Da unten ist einer. Ah, okay.
Jetzt habe ich das richtig gut gemacht. Warte mal. Bann. Warum kann ich kein Bann? Hätte ich die. Okay, wait. So, jetzt habe ich mein Custom Recipes, was funktioniert. Das hier ist mein Bundle. Und ich könnte jetzt halt hier eigentlich so Sachen reinlegen, ne? Ja. Lol, das ist geil. Hä? Ach, ich kann nur stackbare Items. Schau, das ist geil. Hehe, wie geil. Okay. Also würde ich Mojang empfehlen, ein bisschen noch zu überarbeiten. Ist auf jeden Fall ganz, ganz, ganz geil. Und das könnten wir gebrauchen für, ja, wie soll ich sagen, andere Sachen. Vielleicht für die nächsten paar Folgen. Wird ihr noch alles herausfinden. Das soll es aber auch von dem Video gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne eine positive Bewertung da. Abonniert den Kanal und tschüss.